Ja, hallo und schönen guten Abend beim Finale des XR X3 Cups von racemore.de. Ja, als allererstes muss ich sagen, dass wir noch kein Bild haben von der Strecke. Der Steffen arbeitet im Hintergrund fleißig daran, dass wir das noch hinbekommen. Daher versuche ich jetzt gleich erstmal so ein bisschen Radio zu machen. Aber wie gesagt, wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir noch Bilder sehen. Das wäre auf jeden Fall auch eine schöne Sache, weil wir letzte Woche ja ein super spannendes Rennen gesehen haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir heute im Finale auch noch spannende Kämpfe sehen werden. Ja, heute geht es, wie die anderen Wochen zuvor auch schon, in South City zum Finale. Und zwar haben wir dieses Mal den XRR, also die große Variante des Wagen, den wir in den letzten Wochen ja schon kennengelernt haben, mit den sozusagen mit den Aufbaustufen. Heute halt das große 490 PS starke GT-Fahrzeug. Ich bin mal gespannt, wie sich damit heute werden, zwischen den Leitplanken. Und also in der letzten Woche war es ja wirklich ganz viele Kontakte, die wir gesehen haben, Tür-an-Tür-Kämpfe und viele Windschattenduelle. Bei diesem Auto ist das jetzt auf jeden Fall nochmal eine Nummer schwerer, weil es da wirklich zur Sache geht. Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir heute für Action sehen werden. Natürlich jetzt immer so ein bisschen herauszufinden, ob es schon Bilder gibt vom Stream. Ich bin nebenbei natürlich auch live auf dem Server, so dass ich auf jeden Fall Live-Bilder habe, die ich kommentieren kann. Zum Beispiel kann ich jetzt schon mal verkünden, dass wir 12 Fahrer heute am Start haben. Das ist natürlich noch nicht ganz die Spitze, die wir vielleicht natürlich uns erhofft haben, aber wir haben auch letzte Woche gesehen, dass es auch mit 10, 11 Autos durchaus wirklich spannende Kämpfe und spannende Rennszenen zu sehen gab. Momentan findet die Qualifikation statt. Und ja, ich würde jetzt mal sagen, wie schon nicht anders zu erwarten, ist der Matthias Fieseler momentan der schnellste auf der Strecke. Hat also momentan die Pole Position inne mit einer 1:30:46. Auf Platz 2 haben wir einen, ich weiß gar nicht, einen neuen Fahrer im Felde. Ein Herr Rüben. Den kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber wie gesagt, wir haben ja eingeladen, dass gerne noch Leute dazu stoßen sollen und die Fahrer hier so ein bisschen beschäftigen. Auch wenn man jetzt die ersten zwei Rennen nicht mitgefahren ist, jedes Rennen ist natürlich immer ein Ereignis für sich. Und ja, so freuen wir uns über jeden, der zu uns stößt und das Feld füllt. Auf Platz 3 ist der Philipp Nawrocki von racemore.de. Auf der 4 ist Matthias von Heroes of Racing. Auf der 5 ist der Mike Paluch. Dann haben wir auf 6 und 7 nochmal zwei vom Team. Oh, wie war es jetzt? Visions of War? Ich glaube, das war jetzt verkehrt, ich weiß es nicht genau. Ich werde nachher nochmal nachfragen, wie sie genau heißt. Ja, der Steffen hat mir gerade geschrieben, dass er ganz zuversichtlich ist, dass er gleich hier Bilder für uns präsentieren kann. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Sache, weil ich merke, so Radio ist eine
ganz schwierige Kiste. Und auf jeden Fall wollen wir was sehen. Also von daher, habt noch ein bisschen Geduld. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir gleich Bilder präsentieren können. Ah, jetzt weiß ich, wie das Team heißt. Voices of War war es. Zwar ist da auf Platz 6 der ein Herr Seeger und auf der 7 der Christoph Wulff. Auf Platz 8 ist Dietmar Topka von Racemore und auf der 9 ist Adrian Hempel. Auf der 10 haben wir den Thomas Voices of War. Auf der 11 den Sebastian Baldauf von Racemore und auf der 12 den Jörg Bauer. Die Quali geht jetzt auch in die letzte Minute. Wir werden heute schauen noch mal nach, bevor ich was Falsches erzähle. Das ist jetzt auch schon die offizielle Quali war, ich glaube ja. Auf jeden Fall werden wir danach 20 Minuten, ein 20 Minuten Rennen haben mit einem fliegenden Start. Und nach diesem ersten Rennen gibt es dann nochmal ein zweites Rennen mit einer Länge von 40 Minuten. Und wir haben uns als Besonderheit noch was einfallen lassen. Es wird in dem zweiten Rennen eine Überraschung geben. Was das genau ist, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht so genau. Mal sehen, ob der Steffen uns da gleich noch was verrät. Oder ja, ich weiß gar nicht, ob das schon so bekannt ist, von daher sage ich jetzt mal erstmal gar nichts. Das muss der Steffen gleich sagen. So, ich schaue jetzt nochmal. Sieht, die Quali ist jetzt durch. Ist noch jemand auf der schnellen Runde? So aus. Ja, also wie gesagt, Matthias Fieseler hat den ersten Platz erfahren. Auf der 2 ist der Herr Röpen von dem Team MTDZ. Habe ich noch nie was gehört. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht können wir ihn nachher nochmal fragen, was das, welches Team das ist. Tut mir leid, wenn ich das jetzt nicht kenne. Ansonsten haben wir ja natürlich hier von Voices of War haben wir 1, 2, 3 Fahrer im Feld. Dann haben wir zweimal Heroes of Racing. Und natürlich ist von Racemore haben wir fünf Fahrer und ein Fahrer vom Team Core. Ein weiteres Team vergessen? Also geht es gleich in das erste Rennen. Der Rennadmin sagt gerade den Fahrern, dass das erste Rennen über 13 Runden gehen wird. Was denn Zeit von 20 Minuten wohl? Ja. Sorry, wenn ich zwischendurch mal ruhig bin und nichts sage. Ich versuche natürlich hier im Hintergrund
nochmal zu forschen, was passiert, und hatte gehofft, dass der Steffen schon Bilder auf dem Stream hat, aber ich habe gesehen, dass das leider noch nicht so. Auf der Strecke passiert jetzt Folgendes. Es ist ja ein fliegender Start mit einem Safety Car. Unser Ralf ist jetzt quasi an dem Feld vorbeigefahren und führt das jetzt in die Einführungsrunde. Und ja, die Fahrer sortieren sich jetzt so langsam dahinter ein. Ich hoffe, dass das auch alles gut funktioniert. Das ist ja auch gar nicht so einfach, so ein fliegender Start mit Safety Car. Das ist für LFS ja eher so ein. Passiert ja nicht ganz so oft. In großen Ligen durchaus schon öfters, aber ja, für die meisten Fahrer doch immer wieder nochmal eine neue Situation. Noch sind alle brav hinter dem Safety Car. Der eine oder andere versucht, wie man es aus der Formel 1 kennt, seine Reifen auf Temperatur zu bringen. Wildes Schwänzeln hinter dem Safety Car. So, ich vermute mal, dass der Ralf gleich irgendwo abbiegen wird und Meute vor Start und Ziel noch alleine lassen wird. So, jetzt habe ich gehört, dass wir Bild haben. Das wäre natürlich genial. Denn im Prinzip ist auch die Quali, wurde jetzt eigentlich noch gar nichts großartig verpasst. Ich hoffe, wir haben auch Ton. Bild und Ton, also ja, wir haben ja schon einiges verkehrt gemacht im Streaming-Geschäft, aber ja, man lernt ja immer was dazu. So, jetzt wird's also gleich spannend. Bin mal gespannt, wo der Ralf sich jetzt mit seinem Safety Car gleich verdünnisieren wird. Der wird wahrscheinlich irgendwie da gleich in die Box. Nein. Ach, er geht schon vorher an die Seite. So, und jetzt wird wahrscheinlich der Matthias sozusagen das Tempo vorgeben. Sind sie alle ganz brav? Ah, nee, mit Green Flag. Oh, Entschuldigung, okay. Also jetzt ist das Rennen freigegeben. Ja, und da hat der Herr Rüben, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, den Start schon mal ganz gut erwischt und ist gleich an Matthias vorbeigegangen. Gucke ich mal ganz schnell, ob alle durch die erste Kurve kommen. Oh ja. Okay, es sieht so aus, als wären alle heil durchgekommen. Ja. Und unser Ralf hat eine neue PW gefahren im Safety Car. Wie schön. Also 13 Runden jetzt sind freigegeben und es geht hier schon gut los. Guten Abend. Ah, da ist der Techniker hinter hinter der Software. Ich wollte ja sagen, ja. Mit den Kabeln, aber du musstest ja keine Kabel umstecken. Nee, ein Glück, das wäre dann wirklich in einer Katastrophe geendet. Ja, herzlich willkommen auch von mir zum Finale. Entschuldigung, dass das jetzt alles so chaotisch gelaufen ist. War bei diesem noch relativ wichtigen Rennen. Ja, der Start ist folgt. Und die Jungs sind auf der Reise. Und ich hoffe, wir werden auch heute wieder ein spannendes Rennen erleben.
Ergebnis waren ja die ersten beiden Rennen doch schon ein Knaller, zumindest für die Zuschauer und für uns Moderatoren. Die Piloten haben mehr geschwitzt. Jo. Wir haben heute auch wieder ein paar neue Fahrer dabei. Also diese Röbe. Ja, das wollte ich gerade fragen. Kannst du mir sagen, wer jetzt da gerade das Rennen anführt, den Kleidern nicht zuordnen? Ja, das ist ein Paul-Peter Röben. Und ich habe bloß kurz mit ihm im TS gequatscht, aber da hatte ich auch überhaupt keine Zeit, weil ich halt nebenbei noch Karten überlegt habe. Und hier weiß ich auch nicht, als ein Gastfahrer, der sich auch bei uns im Forum gemeldet hatte, und mehr kann ich da momentan noch nicht sagen, aber wenn er jetzt weiter auf 1 bleibt, dann werden wir es sowieso später mal hören. Und ja. Lassen wir einfach mal dieses Spannungsmoment stehen. Ja. Also dir sagt das Team so auch nicht, ja? MTD ZX. Nee, also das ist, nee, für mich was Neues. Okay, aber er scheint ja das Auto fahren zu können. Denn er hat den Matthias hier am Start, den hat er ganz gut überraschen können und sich so an die erste Position setzen können. Und so wie es aussieht, kann er sich da auch schon so ein kleines bisschen absetzen. Und das gegen Matthias, wie wir ja die letzten Rennen gesehen haben, ist der Matthias ja in South City quasi zu Hause. Hat ja eigentlich immer, ja, war immer hier das Maß aller Dinge, in der Quali ja auch. Wobei der Helden nur knapp dahinter war. Aber auf jeden Fall scheint das für Matthias heute mal ein bisschen was knabbern zu geben. Ja, das wäre eigentlich auch nur zu wünschen für ihn. Und ich höre gerade, ja, Motoren sind noch etwas zu laut, deswegen bin ich gerade noch etwas am Rumbasten, am nächsten Kabel verlegen. Okay, also wir mal haben keinen Sound, dafür haben wir ihn heute voller Pracht. Ja, zu Soundaussetzen wird immer wieder kommen, weil ich dieses LFS-Tool heute leider nicht per Fernbedienung bedienen kann. Und deswegen muss ich immer dieses LFS-Fenster inaktiv schalten, bevor ich da irgendwas umschalten kann in diesem Tool. Deswegen wird es da immer wieder mal einen Aussetzer geben. Aber ich versuche mich immer daran zu erinnern, dass ich LFS aktiv schalte und ihr dadurch auch den Motorensound genießen könnt. Ja, ich hatte eben schon was erzählt, was wir heute sehen werden. Wir angedacht war ja ein 20-minütiges erstes Rennen, wobei das jetzt auf sozusagen 13 Runden eingestellt wurde, was wahrscheinlich ungefähr den 20 Minuten entspricht. Und dann soll ja ein 40-minütiges Rennen kommen danach. Genau. Mit einer Überraschung Rennleitung. Jetzt weiß ich gar nicht, ist das schon bekannt oder... Also es gibt zwei Überraschungen. Eine Überraschung, die habe ich vor uns schon verraten, weil auch nachgefragt wurde. Das Ergebnis dieses Rennens wird rumgedreht. Das heißt, bis auf der letzte Fahrer ist dann der erste Fahrer. Und der erste Fahrer ist der letzte Fahrer. Und außerdem müssen die Piloten einen Pflichtboxenstopp einlegen. Müssen allerdings keine Reifen wechseln oder nachtanken oder ähnliches, sondern das Wichtige ist einfach nur, dass sie einmal kurz stoppen und dann weiterfahren. Und die dritte Überraschung, die kommt eventuell, die verrate ich auch noch nicht. Okay. Also das galt jetzt aber dem zweiten Rennen. Im zweiten Rennen, ja. Das erste Rennen ist jetzt ganz normal, einfach 20 Minuten. Okay. Kein Fischbox, nix. Gut. Einfach nur die Netz über die Strecke und das Auto versuchen ganz zu halten. Ja. Und die umgekehrte Startreihenfolge war jetzt, ist den Fahrern auch bekannt für das zweite Rennen. Genau, die habe ich vorhin schon sagen, weil er doch sehr direkt nachgefragt ist. Okay. Ja, gut, das kann man ja sicherlich auch verraten. Ja. Also eigentlich war das Rennen ganz anders angedacht. Der Grundgedanke war eigentlich, dass wir ein 60-minütiges Rennen haben und da halt auch ein Pflichtboxenstopp. Aber die Fahrer haben sich den letzten zwei tollen Rennen doch wieder gewünscht, dass das wieder so ein spannendes Rennen wird. Da der XR seinen 54 PS in diesen engen Häuserschluchten doch relativ schwer zu beherrschen ist, haben wir uns dazu entschlossen, die 60 Minuten aufzuteilen in zwei Rennen. Und dies halt durch die umgekehrte Startreihenfolge auch möglichst spannend zu gestalten. Da das typische Simracing-Problem ist, umso schneller die Autos wären, umso geringer auch die Leistungsdichte, weil umso schneller, umso mehr Talent EDZ. Deswegen wollen wir einfach das Rennen möglichst lang zusammenhalten und die schnellen Fahrer müssen dann halt in Rennen 2
durch das Feldcamp, um wieder nach vorne zu kommen. Und ich denke, das wird viel spannend bieten. Also ja, also auf jeden Fall letzte Woche hat das super funktioniert. Zweite Rennen war wirklich klasse. Ja. Ja. Und unsere Streithähne sind wieder alle zusammen, so wie ich das sehe. Also letzte Woche schon hat ja der Mike Paluch immer genug zu tun gehabt. Und auch diese Woche sieht es so aus, als hätte er keine Probleme, vor Langeweile einzuschlafen. Denn Wolf und Seger, auch Seger ist auch wieder ein neuer Fahrer. Vom Team Voices of War. Zumindest die letzten zwei Rennen jetzt nicht mitgefahren. Oh ja, und hat wieder ordentlich zu tun, der Mike. Und er hat auch ein ganz tolles Video geschnitten, das habe ich vor uns am Anfang ganz kurz eingeblendet. Wir werden das auch dann nochmal in dieser Rennpause zwischen den beiden Rennen nochmal ganz kurz einblenden, weil das ihm wirklich gelungen ist. Das ist so ein kleiner Teaser für diesen Cup. Zumindest für das letzte Rennen, für das heutige, weil das ja wirklich die Königsklasse ist, dieses Fahrzeug. Und das wollte er dementsprechend auch prämieren. Ja, ist ihm sehr gut. Rennen wir dann nochmal. Entschuldigung, wenn ich Sie kurz unterbreche. Wir haben einen Zweikampf zwischen Jörg und Sebastian am Ende des Feldes sozusagen. Da geht der. Moment mal, wer geht denn jetzt gerade an vorbei? Gerade mal eben gucken. Oh, nee, Abflug jetzt. Nein, noch nicht Abflug. Oh Mann. Da hat der Baldi ein bisschen die Kontrolle verloren unter der Brücke, wenn es da in diese Senke geht. Ich weiß nicht, dann hat man manchmal so, verliert man so ein bisschen Haftung. Ja, das ist eigentlich die Senke. Es sieht so aus, als könnte man voll nehmen, aber manchmal kann man es in die voll nehmen. Also, das ist ja reifenabhängig. Und wenn man da abfliegt, dann liegt man auch meistens wirklich richtig ab. Ja, wenn man so ein nervöses Setup drauf hat, dann ist das da manchmal ziemlich kritisch, ja. Ja, dann hat unser Baldi nochmal Glück gehabt, jetzt allerdings letzter. Aber da wird es schon wieder an unseren Jörg Bauer, an unseren Bruder, wird er sich schon wieder ranfahren. Aber auch vorne weiterhin Paul ist. Paul, oh mein Palu. Ja. Sagen wir einfach Paul, ja, schön. Der ist immer noch unter Bedrängnis von Matthias und Christoph Will. Also er ist ja, auf jeden Fall. Ja, wer heute leider nicht weiß, ist Dennis May. Ja. Der ist leider ist einerseits schade, weil er auch eine Menge Punkte hatte in der Gesamtwertung. Und glaube ich, einer von den wenigen gewesen wäre, der Matthias den Gesamtsieg zumindest rein rechnerisch noch hätte streitig machen können, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja. Aber so ist das für Matthias heute schon fast gelutscht, der Drops. Sage ich jetzt mal, ohne jetzt die genauen Zahlen jetzt nochmal vor Augen zu haben. Oder hast du dazu vielleicht noch eine Grafik vorbereitet? Die Gesamtwertung jetzt als Grafik an sich, aber die blenden wir dann, würde ich auch sagen, in der Rennpause nochmal ein. Ja. Da machen wir nochmal ein bisschen. Na klar. Bisschen die Show vor dem Rennen machen wir halt dann heute zwischen den Rennen. Jo. Und und die Punktevergabe ist heute auch etwas anders, weil sonst gab es ja immer 25 Punkte für den Gewinner pro Rennen. Letzte Woche bei den zwei Läufen, da habe ich Punkte halbiert. Diese Woche bei dem 20-minütigen Rennen gibt es für den Gewinner 10 Punkte, für den zweiten 8, dann 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und für das zweite Rennen, was über 40 Minuten geht, gibt es wieder die gewohnte volle Punktzahl für 25 Punkte für den Rennsieg. Dann staffelt sich das noch und ab wie in der Formel 1. Also es können heute schon noch einige Punkte geholt werden und es kann auch noch ein Fieseler eingeholt werden. Aber so wie es momentan aussieht, sichert er sich schon die 8 Punkte. Diesen Lauf und dann würde es schon sehr eng für die Konkurrenz, um ihn dann wieder einzuholen. So, der Adrian ist im Bedrängnis von Thomas. Oh ja. Ja, wir haben diese Woche die berühmt-berüchtigte Chicane, wie hast du sie genannt? Archway? Nee, Archway Chicane, ja, genau. Ist so nicht dabei. Wir haben sie gerade im Ansatz gesehen. Wir haben jetzt sozusagen eine andere Kombination. South City 4, wie man so liebevoll sagt, in LFS. Oder wie ist jetzt der lange Ausdruck dafür? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ist das Longline?
weiß jetzt auch nicht, ist egal. Es ist SO4. Ja, hier ins Haus City mehrere Kombinationsmöglichkeiten und spätestens seitdem man die Strecken alle open, sage ich mal, auch als Admin frei konfigurieren kann, sind die Möglichkeiten ins Haus City ja nahezu grenzenlos. Ja, aber das ist jetzt hier noch eine Standard längere Variante von South City. Es ist, glaube ich, nicht die ganz lange. Habt ihr noch die... Jedenfalls unser kleiner Boxenreporter und auch Admin auf dem Server Tachmann, der teilte gerade mit, dass es South City Long ist. Ach doch, Long, okay. Ja, und dem glauben wir auch. Natürlich, ja. Ja, das sind so Sachen, die habe ich mir ehrlich gesagt nie gemerkt. Was ist SO4? Wofür steht das nochmal? Ja. Es gibt ja noch GP-Long oder sowas. Ach, weiß ich. Es gibt sehr, sehr viele Varianten von South City. Wenn mal wieder Mike immer noch unter Druck steht. Allerdings ist jetzt Wolf an ihm vorbeigegangen. Sega hängt jetzt hinter ihm, genau, und dann muss Matthias muss einen Fehler drin gehabt haben, denn der war eigentlich der direkte Verfolger von Palu. Ist allerdings jetzt bloß auf Position 7. Ja, da ist gerade ein schöner Getreibung da. Ja. Ja, dahinter ist schon der Dietmar. Der fährt momentan ein relativ einsames Rennen. Ja, und dann sind Adrian und Thomas da so als kleiner Zweikampf, wobei sich das dann momentan so ein bisschen beruhigt hat wieder. Aber Thomas noch in Schlagdistanz. Ja, und auf den beiden hinteren Plätzen, Jörg und Sebastian, auch mit einem größeren Abstand zueinander, wobei Sebastian auch schon ein ziemlich gebeutes Auto hat. Also der ist vorne recht schon heftig eingeschlagen. Oh, und jetzt steht er gerade quer. Und muss einmal sein Auto drehen. Ja, wie gesagt, diese Strecke ist wirklich eine Herausforderung. Gerade auch in diesem Fahrzeug. 450 PS stark, habe ich vorhin schon erwähnt. Turbomotor. Der enge Rasenbreite. Und da gehört schon viel dazu, dieses Auto da fehlerfrei durch die Schluchten zu bewegen. Ja, der Sebastian, er hat 3 Runden und dann wird das zweite Rennen vom Platz 1 starten. Ja, ist auch nichts Schlechtes. Ist ja auch was. Das ist sogar so ein kleiner Trost. Ne? Aber wir werden mal kurz zu unserem Führenden klicken. Neuer Fahrer. Und zeigt gleich so eine Performance, das ist natürlich beeindruckend. Und da ja, wobei er jetzt wirklich dran ist, aber wie gesagt, dran sein ist eins und dann hier mit dem Auto noch zu überholen, ist wirklich mal eine ganz andere Nummer. Ja. Aber wie gesagt, Matthias hat ja auch gezeigt, dass er eigentlich an nahezu jeder Stelle, zumindest mit dem XRT, ne, letzte Woche, nahezu jeder Stelle überholen konnte. Ich bin das mit dem XRR heute auch links. Wir werden sehen. Jedenfalls ist er jetzt schon sehr, sehr nah dran. Und er hat sich auch rangefahren. Als ich mal kurz vorgeguckt habe, da waren die auf jeden Fall noch beide voneinander entfernt. Und es könnte noch spannend werden, noch bei Runden. Da kann er eigentlich noch den Angriff setzen und an ihm vorbeigehen. Da hinten haben wir immer noch den Dreikampf. Momentan ist der Sega. Ich weiß leider nicht, wie er mit vorne heißt. Ich sag jetzt einfach mal Herr Sega. Oh, Entschuldigung, das ist schon recht, aber Matthias greift an. Ja, wie gesagt, hinten ist auch gerade ein Zweikampf. Gerade fast genauso aus wie an der Spitze.
Roben hat sich jetzt wieder neben ihn gesetzt, hängt jetzt im Windschatten von Matthias. Vielleicht kann er noch vor T1 anbremsen, sich daneben setzen. Das ist eigentlich die beste Möglichkeit mit auf dieser Strecke. Allerdings ist es sehr schwer, hier im Windschatten dran zu bleiben ohne den Tunnel. Setzt sich außen daneben. Nein, sticht jetzt doch nach innen. Sie berühren sich. Beide haben aber noch das Auto abgefangen. Und das in der letzten Runde? Und das in der letzten Runde. Ja. Schlecht. Da will unbedingt jemand letzte Startplatz fürs nächste Rennen. Also. Ja. Matthias ist vorne. Matthias hat es geschafft. Zeigt hier doch seine extrem starke Performance, die er schon die ganze Zeit in diesem Cup bewiesen hat. Und so wie es aussieht, kann er sich auch gleich ein bisschen absetzen und wird vielleicht auch den Sieg im ersten Rennen hier nach Hause fahren. Aber es sind noch einige Kurven, die Strecke ist nicht die kürzeste. Jetzt hier sozusagen die Bahn verkehrt rum. Letzte Woche sind wir sie bergauf gefahren, heute bergab. Und jetzt wieder auf diese lange Gerade, wo es wieder gute Möglichkeiten gibt, sich in den Windschatten zu setzen und dann vor der letzten Kurve oder langgezogen links sich da in der Mitte reinzubremsen. Aber es sieht nicht so aus. Nein. Ist er zu weit weg? Und somit wird Matthias Fieseler wieder den Sieg nach Hause fahren. Und hat es geschafft. Weiter oben, drüben, Aussprache. Ja, super. Dann kommt unser Philipp N. vom RaceMore Team als Dritter. Auch Gratulation. Ulf Vierter. Harluch Fünfter. Ja, und dann geht's weiter mit, was du ganz schlecht erkennen hier, Segen und Matthias H., genau, Seger, Papka, Hempel auf 9, Tomasch auf 10, dann unser Luderchen, fährt als, wahrscheinlich als 11 über die Linie, wenn das jetzt nicht noch irgendwie... an die Wand setzt. Nein, sieht nicht so aus. Da ist er im Ziel. Sehr schön. Dann kommt noch der Baldi mit einem doch ziemlich zerstörten Auto. Ja, also hier sehen ja einige Fahrzeuge ziemlich lidiert aus. Ja, und das war jetzt das kurze Rennen. Ich bin mal gespannt, wie nach dem zweiten Rennen die so aussehen werden. Zumal wir jetzt auf jeden Fall mehr Zweikämpfe haben werden, dadurch, dass das Feld jetzt umgedreht wird und die schnellen Jungs sich dann nach vorne arbeiten müssen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie Matthias das denn dieses Mal anstellt. Wenn er sich genauso gut anstellt wie XAT, dann wird das eine heiße Nummer. Wenn sich zum Beispiel ein Mike Haluch genauso gut verteilt wie letzte Woche, dann wird das auch wieder ein Hammer werden. Also wir dürfen gespannt werden. Gespannt sein. Wir werden gespannt. Wie das weiterrennt wird. Das und überhaupt. Und überhaupt. So. Ja, während die jetzt die Startaufstellung umdrehen, können wir nochmal schnell das Video zeigen oder nochmal die Zwischenstände vom letzter genau. Woche. Wir zeigen erst nochmal schnell das Video und da hätte ich dann noch schnell diese Gesamtwertung. Dann können wir starten damit. Also hier nochmal das Video von Mike, nur für diesen Cup gedreht. Bin da sehr stolz darauf. Viel Spaß.
Ja, wunderschöne Szenen aus den letzten Rennen. Hat er toll gemacht. Füge ich noch schnell die Gesamtwertung dazu und dann können wir uns die mal anschauen. Moment, die schon etwas. Ja, wir sind schon super, super vorbereitet. Oh, ich muss ja aufpassen, dass ich hier nicht. Ja, wie gesagt, es war heute alles stressig, da ich dieses Tool nicht zum Laufen gekriegt habe. Und deswegen alles ein bisschen kurzfristig und alles ein bisschen knapp geworden, deswegen konnte ich die ganzen Files nicht einbinden. Ja, wie wir sehen, Matthias auf der 1 mit einem doch recht satten Punktevorsprung. Und gefolgt von Dennis May mit 30 Punkten. Marco, kannst du die vielleicht durchgeben? Siehst du die ja, ne? Ja, wobei ich mir bei den Punkten nicht so ganz sicher bin. Danach kommt der Christoph W. Das müssten 27 Punkte sein. Danach kommt Matthias H. vom Team Hohr mit. Nein, ich weiß es nicht. Moment, machen wir es auch ganz anders. Nein, das dauert jetzt auch zu lange. Jedenfalls, Matthias hat jetzt mit diesem Sieg nochmal 10 Punkte dazu bekommen. Er hat dann 59 Punkte. Mai fährt heute nicht mit. Verliert deswegen, also macht keine Punkte gut. Und da wird es eigentlich keine Möglichkeit mehr, Matthias vom Thron zu schubsen. Das heißt, eigentlich können wir Matthias jetzt schon als Champion nominieren. Aber Ja, danach ist es halt noch sehr, sehr spannend. Gerade um genau. Christoph, um Matthias H., um Mike. Genau, ich habe jetzt die Punkte jetzt auch direkt vor meinen Augen sozusagen. Auf der 5 ist der Mike mit 21 Punkten. Ja, dann der Nils auf 6 mit 17 Punkten und danach unser Philipp mit 11. Auf der 8 ist der Thomas Schmischek, der heute auch im Start ist, mit 8 Punkten. Adrian Hempel auf der 9 und auf 10 Dietmar Topka. Ja, aber wie gesagt, da Dennis heute nicht dabei ist, der Gesamtsieg sozusagen ja schon in trockenen Tüchern. Und ja. Frage für Zweiter Matthias Platz. eigentlich. Da hat sich ja immer Ja, die ja. Spannenden Rennen gewünscht. Ja. Aber ich glaube, der wird trotzdem genug Spaß haben. Ist der Christoph heute auch im Rennen? Muss ich mal ganz schnell gucken. Ich glaube, ja. Von Voices of War. Denn er und Matthias H. von Team Hohr könnten sich auf jeden Fall nochmal den zweiten Platz heute erkämpfen. Ich schau mal. Ach ja, Christoph, klar, Wulf, Christoph Wulf ist das. Sind heute beide da. Also die beiden kämpfen heute quasi um den zweiten Platz. Moment. Momentan ja punktgleich. So, Safety Car ist wieder auf der Strecke. Dahinter haben sich jetzt die Fahrer in umgekehrter Startreihenfolge eingefunden. Der Sebastian darf also gleich das Feld anführen. Welch ehrenvolle Aufgabe. Ja. Ja, gefolgt von unserem Bruderchen, vom Jörg Bauer. Und dann Thomas, der ja auch alle Rennen mitgefahren ist und auch sehr gute Rennen dabei hatte. Heute irgendwie ist der extra Airbus nicht so ganz sein Zeug. Dann unser Adrian, gefolgt von Dietmar, der heute ein überraschend gutes Rennen gefahren ist. Das erste, ich bin mal gespannt, ob er auch auf dieser langen Strecke jetzt seine Performance halten kann. So, jetzt wird's gleich wohl, na, sind noch zwei, drei Kurven. Ja. Ich bin ja gespannt, wie sich Rüben durchsetzen wird jetzt hier bei diesem
Ja, jetzt vor allem müssen wir jetzt überlegen, wo müssen wir jetzt die Kamera draufhalten, gleich ans Ende des Feldes, um zu schauen, ob Matthias schon gleich beim Starren reinblitzen macht. Oder bleiben wir jetzt mit der Kamera, wie es sich gehört, bei den Führenden und gucken, ob Jörg vielleicht den Sebastian überraschen kann. Das werden auf jeden Fall ein paar heiße Runden jetzt in der Anfangsphase. Ich schalte sie einfach auf Adrian und dann werden wir hoffen, dass wir in der Mitte des Feldes ein bisschen was mitbekommen. Also ich glaube, dass es jetzt sehr ruppig werden könnte in jetzt kurz nach dem Start, da ja dann diese schnelle Passage in der Unterführung kommt, dieser Linksknick. Und mit diesen Fahrzeugen, kalter Reifen noch dazu, ist das eine ganz andere Hausnummer als noch vor zwei Wochen oder vor einer Woche. Und da ist jetzt schon Obacht geboten. Das Safety Car wird jetzt abbiegen, wird dann per Green Flag das Rennen freigeben. Dann geht's los auf die Reihe, 40 Minuten. Tolle Kameraeinstellung. Also, jetzt geht's los. Der Jörg hat, glaube ich, den Start so ein bisschen gerade verpennt. Oh, und da schon einige Berührungen. Hinten schlägt jemand ein. Ich glaube, das ist Wieseler gewesen. Wieseler war draußen, jetzt ist eingeschlagen, hat ihn jemand. Da gab es schon die ersten Berührungen. Ansonsten, ja, das übliche Leitplankenbüscheln auf den ersten paar Metern. Die ersten fahren schon ihre Angriffe und ich glaube, Adrian hat den Start an. Fieseler hat wirklich schon mal ein ziemlich zerbeultes Auto. Ja. Also, Fieseler muss auf jeden Fall zum Schönheitschirurgen nach dem Rennen. Die Nase, die sollte gerichtet werden. Matthias H. ist jetzt schon auf P1, folgt von unserem Sebastian Baldau. Der wird jetzt auch schon angegriffen von Thomas. Der hat auf jeden Fall richtig Plätze gut gemacht. Ich glaube, der war doch auf 4 oder 5. Sebastian wird schon durchgereicht. Genau. Jetzt auf Röpen schon auf 4. Innerhalb von einer halben Runde von Startplatz 11 auf 4. Ich glaube, seine Devise ist schnell durch und dann weg. Ja, der Mike ist jetzt schon auf der 2 gerade an Thomas vorbeigegangen. Und Fieseler ist auch schon wieder am Feld, also er hat gerade Jörg Bauer überholt. Der erste geht unser in die Philipp Box. Holt gerade Dietmar auf der Startziel. Wer ist denn da gerade in die Box gegangen? Seger. Genau, Seger ist in der Box, Seger und Wolf. Ah, die machen gleich ihren Pflichtboxenstopp sozusagen. Ja, haben sie ihn gleich weg und können jetzt, ist natürlich taktisch sehr gut, weil sie können jetzt, haben jetzt freie Runden, keiner ist voll, der ihn blockiert und sie können dadurch schnelle Rundenzeiten drehen und dann vielleicht weiter durchrutschen im Feld. Aber wir haben ja noch eine Überraschung. Ja. Auf jeden Fall ist Rulm auf P2. Und das innerhalb von einer Runde. Ja, das nicht sagt, schlecht. Das sagt viel aus. Oh, hier hat jemand eine Stop-and-Go-Strafe. Der Herr Seger. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Da ist seine Taktik dann auch gleich wieder hinüber. Ja, sowas ist natürlich frustrierend. Ja. Wir blättern mal durch. Also auf 1. Matthias. Oh, hier ist gerade ein schöner Dreikampf. Matthias Fieseler jetzt mit viel Schwung geht an Sebastian. Nee, Jörg war das, glaube ich. Adrian ist jetzt neben ihm. Okay, ja. Nein, ich habe Sebastian im Bild. Die sind gerade an Sebastian vorbeigegangen, ja. Ja, da ist er jetzt schon wieder auf nach seinem Crash, ne? Wir erinnern uns, kurz nach Eröffnung des Rennens hat er hier eingeschlagen in dieser Passage. Wurde ganz ans Ende des Feldes wieder zurückgereicht und ist jetzt schon wieder auf 6 innerhalb von 3 Runden. Auch eine sehr reife Leistung. Ich glaube, das Auto hat jetzt nicht so viel Schaden abbekommen. Du kannst mal vielleicht drüber schauen. Ja. Ausschauen. Also es ist nur ganz eine ganz leichte Schadensanzeige, also fast vernachlässigen.
Und der nächste, der da dran ist zu überholen, ist dann Dietmar. Der auf 45 startet, ist auch ein bisschen weiter hinten gestartet, der ist auf 6 gestartet, also eine Position hat er schon gut gemacht. Gut, im Gegensatz von einem Öben jetzt ist die Statistik jetzt nicht ganz so positiv. Aber ich bin halt gespannt, wie sich da Fiese da gleich durchsetzen wird. Er ist, glaube ich, Adrian hat schon wieder ein kaputtes Auto. Ja, er hat Gott. Mir schon im Vorhinein gesagt, dass das, glaube ich, nicht so seine Kombination wird. Und das Auto, oder zumindest dieses Aussehen des Autos, scheint dies zu bestätigen. Ja, die beiden an der Spitze, die können jetzt Boden gut machen. Jetzt auch gerade schnell zur Runde von Herrn Rüben. Vorne Matthias vom Team Hoher kann sich da schon ganz gut absetzen. Auf Platz 3 Mike. Und in Sichtweite dahinter Philipp. Gefolgt von Dietmar. Ja, und dahinter ist er schon wieder, wie so oft schon angesprochen. Nein, Fieseler ist in die Box gegangen. Fehler. Fieseler ist in die Box gegangen, das haben wir übersehen. Hat somit schon seinen Pflichtboxenstopp jetzt hinter sich. Und er hat jetzt wahrscheinlich auch mit reinen Runden gehofft, aber so wie es aussieht, hat er jetzt gar nicht so viel Rückstand zum Feld. Und deswegen vielleicht jetzt nicht so ganz den Vorteil haben, den er sich eigentlich erhofft hat. Wird jetzt aber angegriffen von Christoph Wolf. Also noch nicht angegriffen, aber der Christoph kam da gerade schon ziemlich schnell nah. Mike an der Box. Ja, die meisten sind also gleich schnell in die Box. Oh, vorne wieder zwischen Sebastian und Adrian. Zweikampf unter der Brücke sozusagen. Und Mike kommt genau davor raus. Konnte also jetzt doch relativ, ja, seine Position relativ lang, naja, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ist jetzt nicht so weit zurückgefallen. Sprachstörungen, yay! Oh, jetzt hinten ein Zweikampf zwischen zwei Teamkameraden, zwischen Thomas und Sega vom Team Voices of War. Waren gerade ziemlich eng einander und berührten sich da auch. Und jetzt ist der Angriff von Sega. Wo man dazu sagen müsste, dass Sega ja schon einen Boxenstopp hat. Also er hat sich jetzt Abflug. Hat Thomas sich rausgedreht. Da hat er wahrscheinlich beim Anbremsen das Heck verloren. Ja, beim Anbremsen hat sich irgendwie berührt und. Oh nein, jetzt hat er sich gleich nochmal an die Wand geledert. Ich vermute mal, dass sein Auto gerade alles andere als fahrbar ist. Sagen denn die Reifen, wenn die überhitzt, weil das spielt heute auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle. Fahren heute das erste Mal mit Slick-Reifen. Also jetzt ist er schon wieder eingeschlagen. Ich glaube, entweder hat er jetzt ein größeres technisches Problem. Ich weiß nicht, irgendwie. Auf jeden Fall, mit dem Auto muss definitiv in die Box. Der Motorblock sitzt schon fast auf seinem Beifahrersitz. Könnte heiß werden. Aber er greift weiter lustig an. Bauer ist jetzt dran. Unter der Passage ist versucht jetzt außen vielleicht sogar an ihm noch vorbeizudrücken. Jürg bremst sehr weit innen an und lässt ihn erstmal ziehen. Also der Wagen von Thomas ist auf jeden Fall ziemlich reingedeckt. Der fährt jetzt in die Box, also schon sehr interessant aus.
So wie es aussieht, fährt sich Röben auch etwas an Matthias Haran. Jetzt rein vom Optischen her, also es kann sein, dass ich irre. Aber so weit ist er da jetzt nicht mehr weg. Und auf 3 ist immer noch unser Philipp Nawrocki. Doch schon mit Respektsabstand. Wer war denn jetzt noch nicht in der Box? Der, ja, die beiden Führenden, also Matthias und Rüben. Ich weiß, es und war unser Philipp, glaube ich, auch noch nicht, ne? Und, oder? Genau, Oder die ersten also fünf, alle nicht, ne? Ja, der Führende war noch nicht in der Box, Matthias H. Dann Rüben war noch nicht in der Box, Philipp N. war noch nicht in der Box, Hempel war noch nicht in der Box, Baldo war noch nicht in der Box. Dann war aber danach, glaube ich, auf Jörg auf 11 war auch nicht in der Box. Der hat da jetzt schon kräftig ein paar Positionen verloren, ohne dass er jetzt überhaupt erstmal in der Box war. Schnellste Runde jetzt von. Ja. Also das Auto scheint zu funktionieren. Frage ist nur, wie lange noch? Es sind noch einige Runden und der ein oder andere Einschlag mehr und die Karosse hat nicht mehr so viel Knautschzone. Also er muss schon aufpassen, dass er sich den Wagen nicht doch nochmal kaputt fährt und nochmal ein zusätzlicher Boxenstopp mit Reparatur dazukommt. Ja. So, Hempel sein Fahrzeug. Oh, das geht für gleich ja noch. Da gibt es wirklich deutlich schlimmer im Feld. Sieht aber schon sau City-mäßig aus. Ja. Ich glaube, hier fährt keiner zu Ende ohne eine Beule im Lack. Also, man hat sein Auto noch pflegt bisher. Und Baldi kriegt Besuch von Mike. Und Mike sein Auto sieht sogar noch relativ. Da kann man noch alles hübsch zeichnen. Ja, ich glaube, da achtet Mike sehr drauf, ne? So als Skinner, ja. Als Skinner deiner, da muss er natürlich immer auf ein gutes Aussehen. Achtet er, glaube ich, ja. Und bald ist die Box gegangen. Wird jetzt doch relativ weit ans Ende des Feldes zurückgespult. Damit sind es nur noch 4 Fahrer, die noch nicht in der Box waren. Unser Jörg Bauer von teamracemo.de, der war jetzt auch mittlerweile schon in der Box. Und das hat jetzt aber länger gedauert bei Sebastian. Ich meine, ich habe da jetzt doch Schaden repariert. Somit ist Mike der Führende, wenn es jetzt darum geht, wer schon in der Box war. In Position 5 haben schon einen Boxenstopp. Danach haben schon alle einen Boxenstopp hinter sich. Ist er jetzt sozusagen. Der A. Sieger ist jetzt gerade in der Box, wahrscheinlich zu seiner Stop-and-Go-Strafe. Ja. Er hat dabei deinem Park Fermé noch mal so ein bisschen umgefahren. Ja, passiert. Hoffentlich ist er jetzt nicht wieder zu schnell. Ja, ist aber schön. Thomas ist wieder in einem reparierten Auto unterwegs. Natürlich jetzt weit abgeschlagen, aber er hatte wirklich arge Probleme vorhin. Ein ziemlich demoliertes Auto, aber es ist schön. Er ist an die Box gegangen, er hat das reparieren lassen. Und er fährt dem Feld jetzt hinterher, aber sowas kann sich auch lohnen. Denn es kann wirklich noch eines passieren und auch hier sind noch Punkte drin. Auch heute gibt es ja wieder Punkte bis zum 10. Platz. Korrigiere mich, wenn ich da jetzt was Falsches sage. Nein, korrekt. Und wenn ich jetzt nochmal schaue in der Gesamtwertung, Thomas, Tulöt hat 8 Punkte, Philipp hat 11. Da, je nachdem, wie das Rennen heute noch ausgeht, könnten 2-3 Punkte, die er vielleicht heute noch mitnimmt, auch nochmal entscheidend für die Gesamtwertung sein. Ja, und Rüben ist jetzt entscheidend dran an Matthias H. vom Team Heroes of Racing. Oh ja. Da muss jetzt Matthias ein bisschen sein, um ihn aufhalten zu können. Oh, jetzt ist er schon. Gehen wir too wide, jetzt runter zum Anfang. Oh, schon vorbei, ja. Ist schon vorbei. Aber jetzt, ja, kann Matthias. Nee, kann nicht kontern. Der ist Rüben schon ziemlich.
ziemlich deutlich dran vorbeigehen. Ja. Und es ist auch schon zwei Wagen vor. Donnerwetter. Aber ich denke mal, Matthias versucht da hartnäckig dran zu bleiben. Ich hatte auch gerade nur eine schlechte Phase, was seine Reifen angeht. Das passiert ja, wenn man sie einmal so ein bisschen überfahren hat, dann braucht man noch zwei, drei Runden, um sie wieder runterzukühlen. Um dann wieder einigermaßen attackieren zu können. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt hier vorne. Jedenfalls sind das jetzt ein Rüben, Matthias H. und unser Adrian, die noch wohl in die Boxen stehen. Und diesen Pflichtboxenstopp, den ja jeder Pilot machen muss, sagt, es müssen keine Reifen wechseln oder tanken, sondern es geht da einfach bloß darum, einmal in die Box zu fahren, kurz zu halten und wieder loszufahren. Und Adrian ist jetzt schon, ja, Adrian ist schon ein ganzes Stück hinter den beiden, also da fehlen ein paar Sekunden. Ja, ich habe nochmal versucht herauszufinden, wo der Herr Röben herkommt. Seine Webseite, die er hinten auf dem Auto hat, die gibt es nicht. Zumindest kommt aber mir irgendwie so eine merkwürdige Suche.